Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einer neuen Ankündigung, denn finally ist es soweit, lange wurde danach geschrien, jetzt ist es finally da, ein Star Stable Deutsch Instagram. Und wie heißt die ganze Seite starstable.de auf Instagram, wenn ihr der ganzen Seite folgen wollt. So sieht sie derzeit aus, 1658 Follows, Abonnenten hat die Seite schon. Und aktuell noch keine Posts. Und ja, da können wir gespannt sein, was wird jetzt hier eigentlich so alles gepostet. Gibt ja auch bei Star Stable schon einige, die Deutsch können, die da arbeiten. Unter anderem auch zum Beispiel die eine Pferdedesignerin, die Lisa. Und eine von den Personen, die sich auch großteils um die PR kümmert, konnte auch schon die ganze Zeit Deutsch, kam ja auch aus Deutschland. Und wenn wir mal auf die Star Stable Seite an sich gucken, sehen wir haben hier so Fanworks, wir haben natürlich die Updates. Wir haben auch immer mal, wenn irgendwelche Special-Angebote kommen, solche Sachen eben auch, die ja das Team betreffen. Und da bin ich jetzt gespannt und ich hoffe auch, dass jetzt die Star Stable Deutschland-Seite eben nicht einfach nur eine Kopie davon und zwar auf Deutsch wird, sondern vielleicht so ein bisschen mehr die deutsche Community betrifft, wenn so Einsendungen aus Deutschland eben kommen, wenn Fragen, wenn Fanworks aus Deutschland kommen. Das wäre natürlich ziemlich cool. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir dadurch mehr Möglichkeit haben, vielleicht ein bisschen näher an Star Stable ranzukommen, wenn wir eben Fragen haben, wenn wir Anliegen haben, dass wir die dann eben direkt auf Deutsch auch an diese Seite stellen können und dann vielleicht das Ganze auch ein bisschen schneller und vielleicht ein bisschen genauer ja, beantwortet bekommen, da wir halt bei der englischen Seite dann doch teilweise die Probleme hatten, immer nur eine recht standardisierte Antwort zu bekommen. Aber ich bin gespannt. Also erstmal gefällt mir das Logo übrigens ziemlich cool. Ich mag dieses Schwarz-Rot-Gold Star Stable Logo. Aber eure Meinung dazu, wie findet ihr es, dass es jetzt eben ein starstable.de gibt? Ich habe mich sowieso die ganze Zeit gefragt, wie die Seite wohl heißen wird, weil es gibt ja schon ein paar deutsche Seiten, die jetzt aber natürlich Fanseiten sind, eben wie Star Stable Deutschland zum Beispiel. Und ja, da dachte ich mir auch eben, okay, wie werden sie das Ganze wohl nennen? Aber ich finde, es ist ein ganz guter Kompromiss geworden mit starstable.de. Ich bin auch schon Follow und nicht jetzt mit dem Account hier, weil ich das gerade über den Rechner laufen habe lassen, aber mit meinem anderen Account und ich bin gespannt, was eben da so kommen wird und bin auch auf eure Meinung dazu gespannt. Wie findet ihr das Ganze? Seid ihr schon Abonnent der Seite? Und was erhofft ihr euch davon? Was denkt ihr? Bringt es uns was? Ist es eher egal? Oder wird es quasi das Ganze nur in Grün oder in Schwarz-Rot-Gold eben sein? Eure Meinung dazu in die Comments und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.